Hi Leute, das ist Sanu hier und willkommen bei der zweiten Fahndung im Jahr 6 in der Season 1, in dieser doch sehr, sehr chaotischen Season, komplett was das komplette Franchise angeht. Und ja, ich bin gespannt. Was ist hier wieder los? So, zack, wir gehen direkt rein und werden die zweite Fahndung spielen. Wir sind im Moment im Stream hier, kleine Chars am Hochzüchten und spielen die in Washington DC auf Level 40, was richtig Spaß macht. Und jetzt wird es mal wieder Zeit, den Großen auszupacken. Außerdem brauche ich noch ein bisschen was fürs Bekleidungsevent. Das muss man auch noch nachholen, bevor, ich glaube, läuft nur noch hier diese Woche oder nächste Woche. Mal gucken. Schauen wir mal. Ich habe von einigen von euch gehört, dass der Soundbug und sowas, dass das gefixt wurde, dass das funktioniert hat und so. Deswegen, da bin ich sehr, sehr froh drum. Bedeutet, wir werden so bleiben, denke ich. Ich werde aufs L-Muschen gehen. Ein bisschen mehr Muni. Was sonst? Genau, Wächter-Event ist beendet. Die Herkules-Liga läuft. Polaritätswechsel. In 6 Tagen, da freue ich mich tatsächlich sehr drauf, weil das wird wieder mit meinem LMG-Bild gespielt, wo man schön die LMGs hin und her wechselt. Das hat richtig Spaß gemacht. Und deswegen, ja, schauen wir uns Herkules an. Und mal schauen, was abgeht. So, er zeigt mir auf jeden Fall den Judiciary Square. Den zeigt er mir gelb an. Ihr seht diese gelbe Umrandung, die zeigt euch, falls ihr nicht wisst, wo das ganze Start ist. Einfach hier die gelbe Umrandung schauen. Und im Downtown East sind wir hier, dass wir den Rote Drache Kontrollpunkt machen müssen. Das heißt, wir gehen ab zur District Union. Und dann werden wir den Kram abfeiern hier. So, willkommen beim Kontrollpunkt Roter Drache. Sehr cooler Kontrollpunkt, den mag ich sehr. Oh ja. Aber so ein bisschen schauen, was denn los ist. Oh wow. Okay. Ich liebe diese Status-Stürmer-Variante. Er hat sich schon zu einem meiner Lieblinge gemausert, tatsächlich. Wie gesagt, so viele Fehler drin sind, ne? Wenn ich hier dieses Core-Gameplay am Genießen bin, dann kann ich nicht anders. Es gibt einfach keins, was nur ansatzweise so gut ist. Das ist echt der Hammer. Okay. Die sind einfach mal nach vorne gelaufen. Ah, mit der Nebeldirektive ist... Ah, gut. Manchmal... Je nachdem, was für ein Kontrollpunkt das ist, sieht man einfach die Gegner nicht mehr, ne? Ja.
So, mal gucken, ob wir später vielleicht den normalen Puls wechseln. Herkules, nutzen Sie Muskeln und Verstand, um den Löwen zu töten. Okay. Schauen wir mal. Ja, klar. Löwengrube. Direkter Kopfgeldeinsatz. Oh, direkt um die Ecke. Das ist sehr cool. Ah, da sind wir. Schon sagen, aber ein bisschen zu gierig. Ich habe den nicht gesehen da hinten. Das ist halt cool. Wenn es triggert, ist halt echt geil. Seht ihr? Schön, alle geblendet. Ach, das ist der Bereich. Oh, das kann manchmal assi werden. Ja. Ich schon öfter mal gehabt, wenn wir oben sind und die Hucke voll kriegen. An der anderen Seite auch. Oh ja. Oh ja. Okay. Das ist aber nur normaler Dicker, das ist kein... Das ist nicht der Boss. Okay. Ja, hörst du auf, den Ding wieder zu beleben? Ich geh im Stock. Wow! Krass! Gesehen, wie schnell der nacheinander die Nate geschossen hat. Das wäre so ein Doppel-Nate gewesen. Okay. Jetzt duck dich nicht immer. Das wird tatsächlich ein nicer Fight hier.
Oh. Okay. Okay. So, jetzt gehen wir nochmal hier hoch und probieren es nochmal. Die Stelle ist echt eklig. Die ist echt eklig. Und mit dem... Mit so einem Grenadierboss extra eklig. Das Beste wäre halt echt vielleicht, wenn man... entweder direkt rüberkommt, aber es kann sein, dass wir jetzt natürlich keinen dicken bekommen wie eben. Spannend. Ne, bitte. Jetzt hat der Dicke eben gefehlt und der hat uns richtig zugesetzt. Auf Entfernung ist das mit einer der gefährlichsten... einer der gefährlichsten Gegnertypen von denen. Da geht schon wieder los. So. Wir müssen noch ein bisschen safe spielen, ja. Ja, oder mit Zergen nieder, ne? Okay, super. Die Hydra zu töten, ja gut, das brauchen sie Wenger als Hilfe, aber erst müssen sie die Prüfung abschließen. Okay. Na komm schon. Auf geht's zur MLK Memorial Library, ab zur Bücherei. Und ja, da können wir direkt zum Hotel Crown Washington rüberlaufen. Aber es ist auch schon, und ich hab das Gefühl, das wird sich bis zur allerletzten Endmission wirklich komplett so durchziehen in der Season hier. Dass wir diese laschen, normalen Missionen haben. Einfach, das hier ist halt einfach ein normaler, generischer Kontrollpunkt. Ja, der macht Spaß, ganz klar. Also in der Fahndung erwartet man doch ein bisschen mehr Twist drin, ein bisschen mehr Abwechslung noch. Aber, oh. Hey. So. Das ist krass, ich habe ihn nicht gesehen. Ich dachte, der wäre weggelaufen. Aber... er wird nicht mehr geheilt. Oh wow. War kurz knapp. Incoming hostiles detected. Na, was hast du Deckung? Genau, so ist gut. Ei, 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 ein bisschen zu offen. Ei, ei, ei. Oh nein, nein, nein. Hast du Glück, hat der Status gekickt. Ein Glück hat der Status gekickt.
Ah, okay, gut. Ich war da schon in Deckung. Oh, fuck. Ah, nicht drauf gehen. Das ist ihm sein Geschütz da hinten, ne, was da abgeht. Oh, wow. Könnte schlimmer sein, Herkules. Vanguard könnte sie den Stall ausmisten lassen. Ja, ich fühle mich aber so, als ob ich das gerade mache. In der gesamten Season schon. Den Stall ausmisten. Okay. Aha, Hotel Grand Washington. Aha. Okay, machen wir. Ja, ich gehe stark davon aus, dass sie auch Standard sein wird. So, Fahndungseinsatz. Ist echt kein Unterschied, ne? Wie erwartet. Wow, von wo? Hey, ist der Sniper, gell? Ah. Ja, das ist halt einfach doof, wenn man das nicht sieht, ne? Ein bisschen mehr XP ist halt auch ein bisschen mehr XP, ne? Wir haben immer so einen minimalen Speedrun. Auf heroisch, da waren noch Zeiten. Scope ist so komisch von der Elmo, gell? Einfach durchlaufen und zerschrotten. Schade.
Wie gesagt, wir haben im Moment so einen Spaß mit den, mit den kleinen Charakteren, die mir im Hochspielen sind. Ich kann euch nicht sagen, das ist echt krass. Wenn man nicht mehr darauf angewiesen ist, einfach die komplette komplette New York-Kampagne und so zu machen, dann ist das schon echt was anderes, ne? Weil, wie gesagt, ich liebe ja in der Open World rumzulaufen und dort den Charo zu ziehen, ist halt einfach geil. Oh, Rogue Agents! Ja, ist doch mal ein bisschen was anderes hier. Wir sind zum Auflockern. Komm, Herkules. Sag ich, wie die Tür aufgriss. Ist natürlich schon ein fieser Spot, gegen die zu fighten jetzt natürlich, ne? Muss ich echt sagen. Und dann sehe ich ihn noch nicht immer. Dahin. Und einen versucht direkt zu zergen. Ah! Er ist down. Oh. Krass. Und wir pushen ihn mal kurz. So ein bisschen Damage reinzukriegen. Ja, roll dich, das ist nicht so doll. Ah, wo will er hin? Oh ja, fuck. Oh, Alter, wo ihn hingeworfen hat. Yo! Jetzt habe ich dich. Nice, aber es sind schöne Encounter, finde ich. Die machen Spaß. Und den gibt es halt leider zu wenig. Also generell von Encountern dieser Art, ne? I'm on the roof, holding for backup. I have eyes on you, Kelso. You see Saint? I don't know what he looks like, but there are plenty of hostiles up there. So. Oh Gott, wir vielleicht Glück haben und am Ende der Mission kommt doch irgendwas Spezielles. Ich denke tatsächlich nicht. Mit? Ja, es kält so, machen wir gleich durch. Go. Ich will hier rein. Finde ich tatsächlich in der normalen Variante deutlich besser als die Invasion. Ich finde, die Invasion nervt so. Die zieht sich so hier.
Weil du viele Stellen hast, wo du einfach abwarten musst. Das ist echt. Weil. Gute Saint. Hm. Aus der Kollege. Oh. Okay. Schon sagen. Komm ran, Kerl, so. Eleanor? Jetzt wisst ihr, warum Sawyers Knieschoner Sawyers Knieschoner heißen, weil die die ganze Zeit ohne Knieschoner da drin verbringt. Die ist so, so traurig, dass ihre Knieschoner nicht mehr hat, deswegen hat sie sich da versteckt. So, aber natürlich Unfug. Na komm. Was ist das jetzt schon wieder? Alter, immer wieder was Neues. Na komm hoch. Das dauert ewig, ne? Wenn Sie den Preis haben wollen, dann müssen Sie die Prüfungen abschließen, Herkules. Ja, ich möchte den Preis. Ich möchte Tor 3. Odessa? Kelso has some news for you. We got Eleanor. Schön, dass der Kram, der Storykram von der Mission jetzt kommt. Projekt beendet, das ist auch ganz nice. Das doch. So. Werden wir wahrscheinlich. Der Schatten des Riesen. Sieht gut aus. Könnt ihr mal eigentlich kommen? Wir wechseln auf. Nein, nicht das. Wir wechseln auf mein Umbra. Meine Umbra-Lunge. Und schauen. Selbst, ob sich was getan hat. Ach, dieser Sound.
Aber ich traue dem Braten nicht. Ich werde auf jeden Fall kurz den Wiederbeleber mit reinholen. Safety first, ne? Ah, was ist einfach, ich liebe es. Ich weiß jetzt nur nicht, ob der Kollege da hinten dazugehört oder ob der einfach weggelaufen ist. Er ist zu weit weg. Komm her, Drohne. Oh, wow, wow. Entschuldigt. Ei. Ich genieße die Aktion schon. Ui. Dass die heiligen LMGs wieder funktionieren. Ah, der Buff ist nicht vollständig, aber... Okay, reicht. Alter Daniel. Kommen alle unter uns, das ist gut. Oh! Ich nicht. Das Geile ist halt, dass du mit dem Set so die Gegner schön facetanken kannst, ne? Weil irgendwann überhitzt sich halt die Lunge und dann gibt's den Feuerschaden. Und dann werden die Gegner eh gestaggert. Ja, komm her. Oh, oh. Ah, gefährlich. Ja. Ja, das Boss zum Fighten, der wurde richtig wegrasiert. Machen Sie die Hirschkuh, Herkules. Okay, schauen wir die Hirschkuh. Die wird wohl das letzte sein für die Herkules-Fahndung. Hotel Empire Autumn. Cleaning up the streets one bad guy at a time. Nicely done, Sheriff. Okay, was will er? Schon wieder so ein Dicker.
bin mich heute echt, ob das wirklich das letzte Ziel ist. So, für alle, die es immer noch nicht haben oder noch nicht ausprobiert haben oder eventuell neu da sein sollten, ihr gönnt euch das Umbralunge-Bild. Ist einfach geil. Macht einfach Spaß. Sieht auch so cool aus hier. Ja, natürlich musst du jetzt runterspringen. Ah. Selber, da wollte ich unbedingt noch, dass die Burn-Munition kommt. Ja, jetzt ist natürlich scheiße, weil hier. Oh, fuck. Sie jetzt im Cooldown ist, ne? Und jetzt weiß Papa nicht woher. Oh, ich glaube hier. Aufladen von mir hochgehen. Ey, hier war ich lange nicht mehr. Muss direkt als erstes drauf gehen. Tür Atlas. Wir haben die Prüfung bestanden. Ich hoffe, sie begreifen jetzt die Reichweite meines Netzwerks und überlegen sich schon, was sie dazu beitragen können. Ich muss kurz aufhören, bis ich sterbe. Der nächste Test ist für Lito. Ich hoffe, sie sind der Herausforderung gewachsen.
Oh, fuck, nein. Nein. Wow. Also, das war absolutes Glück. Nein! Okay. Ist es trotzdem beendet? Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Komm, lad schneller. Was ist los mit dir? Ich fass es nicht. Oh mein Gott. Das tut er gern. Ach nee, wartet mal. Guck dich das an. Er ist fertig. Oh, nicht, dass ich mir jetzt einen Megabug da reingehauen habe. Geringere Belohnung, der Kopfgeldeinsatz bereits abgeschlossen. Abgeschlossen. Schauen wir uns die Fahndung an. Okay. Oh, Glück gehabt. Mal so einen kurzen Schreckmoment. Also, nach Echo haben wir Herkules auch fertig. Storytechnisch auch hier, wie gehabt, wie in der ersten auch. Storytechnisch ganz cool. Im ganzen Hintergrund und wo uns das Ganze wohl hinführt. Aber, ne, dadurch, dass wir diese Übergangsseason haben und diese wirklich, muss man sagen, lieblosen Fahndungen, ist natürlich so, naja, ist nicht ganz so geil, wie es hätte sein können oder sogar müssen. Ne, deswegen bin ich so sehr gespannt, was sie im DLC abfeuern, da werden sie richtig abfeuern müssen und halt mit den Seasons 2.0. Schauen wir mal. So, auf jeden Fall, Leute, das war's von mir. Vielen lieben Dank für alle, die jetzt noch da sind und zugeschaut haben. Lasst mir gerne ein Abo-Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und jetzt wünsche ich euch selber viel Spaß mit der Fahndung und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye.